Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dies hier ist gerade der wichtigste Bauch von Krotonia, der Bauch von Großkönigin Stanislava. Alle Welt ist gespannt, ob möglicherweise der erhoffte männliche Erbe bald erscheinen wird. Wir werden es sehen. Sie ist schwanger. Das ist zumindest schon mal erfreulich. Ansonsten herrscht ziemlich Friede, Freude, Eierkuchen im Reich. Das freut das Volk, dass es endlich mal in Frieden leben kann, in Gänze, in Krotonia. Das gab es selten. Ich habe eine Sache mir nochmal angeschaut, und zwar habe ich mal geguckt, gibt es eigentlich noch nicht, also Herrscher, wichtige Herrscher in unserem Bereich, die nicht unserem Glauben angehören? Und natürlich gibt es eine Menge kleinerer Grafen, das ist aber alles nicht ganz so entscheidend. Aber hier haben wir einen Herzog, der vielleicht doch nochmal relevant ist, den Herzog von Pommern. Und ich glaube, mit dem werden wir, ja, den werden wir versuchen, jetzt mal auf unsere Seite zu ziehen. Einmal, indem wir, würde ich sagen, einen Beeinflussungskomplott starten. Das sollte relativ schnell gehen. Und dann werden wir vielleicht auch ein Geschenk an ihn senden und ihn auf diese Weise auf unsere Seite bringen. Ja, wir haben gesehen, es gibt auch viele, viele Grafen. Ich gucke mal ganz kurz, ob es auch Grafen sind, die unsere Vasallen selbst sind. Also, warte mal, Beziehung Vasallen, genau, ja, oh ja, tatsächlich einige sind dabei. Wow, es wäre irgendwie cool, wenn man jetzt eine Anzeige hätte, aber wir können mal nach Meinung sortieren. Vielleicht solche Leute, die würden vielleicht dabei sein, 39%. Ja, aber wir werden da jetzt auch nicht irgendwie so einen Kleinkrieg starten mit jedem Einzelnen. Ich denke, auf Herzogsebene sollte das auf jeden Fall klar sein. Dann können wir noch eine kleine Veränderung machen, nämlich, dass unsere Frau hier nicht einfach nur hilft, sondern vielleicht auch bei den Einnahmen hilft, bei der Domänenverwaltung, so dass wir schneller dazu kommen, hier weitere Besitztümer auszubauen. Unsere Mutter ist gestorben, die wir sehr geschätzt haben, wie ihr wisst. Irena, das bringt auch Anspannung. Okay, so, wir machen ein bisschen schneller, weil im Moment nichts los ist. König Janosch hat einen Krieg gewonnen. Der estnische König. Sie haben eine weitere Grafschaft erobert. Die Grafschaft... Okay. Ja. Alles klar. Nun gut. Die haben ja irgendwelche... Hatten die nicht irgendwelche Beziehungen dahin? Nee, eigentlich nicht. Es gibt keine... keine Bündnispartner. Keine Ahnung, wie er dazu gekommen ist. Möglicherweise... über seine Frau, ich weiß nicht. Irgendjemand hatte Ansprüche, die er auf diese Art und Weise durchgesetzt hat, was auch immer das für einen Sinn haben soll. Hier übrigens nochmal Janosch zu sehen. Wisst ihr was, den pinnen wir mal an. Das könnte nochmal ein interessanter Charakter sein. Der schon verlobt ist. Das war ja etwas, was wir gerne irgendwie hinkriegen wollten, aber ja, wir haben ja leider keine Nachkommen. Schon gar nicht in diesem Alter, deswegen war das für uns nicht möglich. Ein Druckmittel ist verfallen. Und Ablass wird uns gegeben. 114 sind wir jetzt schon angekommen. Okay, der Preis steigt. Seid gegrüßt, mein empfindsamer Lehnsherr. Ah, ein Festmahl. Ja, von Graf Maciej von Kreiner. Ach, das ist unser Ratsverwalter. Okay. Ein kleiner Graf. Wo liegt denn deine Grafschaft? Da. Nun gut, ich würde sagen ja, aber wir werden nichts trinken. Wir werden nur den anderen zuschauen, wie sie Spaß haben. Nein, wir sind ja auch eine eifrige Frohnatur, aber halt so ein bisschen distanziert, fröhlich. Wir nehmen die Einladung an, auf jeden Fall. Eine herzliche Begrüßung. Alle Gäste versammeln sich. Wunderbar. Wir freuen uns darauf. Und es ist eine Tochter. Jarmila Krutoj ist geboren. Okay, also nicht der erhoffte Sohn. Muss er nochmal ran? Muss er sich nochmal überwinden? Na, wir lassen es erstmal ein bisschen laufen. Mögest du stark und weise werden, meine Tochter. Schöne Worte. Wir können einen weiteren Vorzug freischalten. Erlaucht wäre das Ende hier. Und das bringt uns am Ende Diplomatie nochmal +2, Kriegsführung +1 und Prestige. Er wird als echte Führungspersönlichkeit verehrt, die selbst der Großreiche aus den Sagen und Legenden würdig ist. So, okay. Nun kann ich mir vorstellen, dass wir weitermachen im Bereich Familienhierarch. Das passt auch ganz gut zu ihm.
Wobei er halt eben nicht auf diese gefühlvolle Art und Weise hier agiert. Wir schauen mal, ob irgendwo anders. Nee, aber ich denke, na gut, ich meinte, Verwaltung würde auch ganz passend sein für das, was wir da vorhaben. Wobei Administrator passt wiederum nicht zu ihm. Architekt vielleicht schon eher. Gerade wenn mit Blick auf die Ausbauten. Ja, wisst ihr was? Ich denke, das passt ganz gut. Wir wechseln mal hier den Schwerpunkt. Ja, das Befreunden, Vertraute und so. Nee, das ist genau er eigentlich nicht. Nee, wir machen das. So, und jetzt ist die Frage, Reichtum ist nicht so entscheidend, Domäne ist wichtiger. Aber ich sehe gerade, wir können gar nicht wechseln, oder? Jetzt zumindest nicht. Was war da nochmal der Cooldown? Oder habe ich das versäumt? Gut, kümmern wir uns später nochmal drum. Im Moment geht's nicht. Im Moment müssen wir hier weitermachen. Vielleicht habe ich zu schnell laufen lassen. Ich weiß es nicht genau, weil wir schon wieder gestartet haben. Ah nee, wir können nicht schon wieder ändern. 12. August 1250. Okay, alles klar. In etwa 2 Jahren. Na gut, dann machen wir hier erstmal noch weiter. Jagd ist nicht unser Ding. Ist hier noch was Neues dazugekommen? Ja, aber wir sind, glaube ich, mit dieser Kontrolle noch gar nicht fertig, oder? In Kalisch? Ne, da sind wir auch erst bei 59. Dann läuft das erstmal so weiter. Eine Fraktion wurde geschaffen, sehe ich gerade. Dänische als slowenskanische Populisten. Ja, das wird nicht sonderlich gefährlich sein. Und ich sehe, wir haben einiges an Geld zusammengescheffelt. Was haben wir denn hier? Loyalität oder Angst? Als Kaiser schulden mir meine Vasallen die Treue, beziehungsweise als Gottkönig oder Großkönig. Mein Wort ist Gesetz, aber was ist Gehorsam wert ohne Hingabe? In Krisenzeiten können langsame Reaktionen oder halbherzige Mühen zu einer Katastrophe führen. Kann ich mir ein solches Risiko leisten? Ja, was hat das mit Kaiser Ägidius zu tun? Okay, das ist eine Alternative. Wir können... Also, ich werde versuchen, ihre bedingungslose Treue zu sichern. Wir sind aber gefühllos. Das passt insofern nicht ganz zu uns. Großzügiger Lehns... Ja, aber andererseits... Halt! Andererseits, wir sind schon großzügig. Und genau das ist unser Thema, die Treue zu sichern. Auch durch Geschenke. Und das ist jetzt eben sein innerer Konflikt, dass er gleichzeitig gefühllos ist und das bringt ihm Anspannung. Das finde ich, das passt eigentlich sehr gut zu ihm. Machen wir das mal. Wir zeigen uns als großzügiger Lehnsherr. Prima. Okay, dann haben wir hier... wir können wieder wohltätig spenden. Das machen wir auf jeden Fall. Es ist für eine gute Sache. Ja, bringt am Ende Anspannungsverlust. Aber das ist so ein Standardding von ihm. Rott ist großzügig. 170 Gold geben wir auf. Sehr schön. So, wer wird angegriffen? König Miroslav von Schweden wird von Herzog Henry von Smoland angegriffen. Befreiungskrieg heißt wieder... Ja, die Lehnsautorität zu reduzieren. Naja, gut, das ist eine innerschwedische Angelegenheit. Wir können da eh, glaube ich, nicht eingreifen. Wie ist der Stand? Es kann schon sein, dass er da verlieren wird, aber so ist das eben. So, ist hier noch was Neues dazugekommen? Ja. Vasallen, die sich den Krieg erklären. Aber auch das ist nicht sehr bedeutungsvoll für den weiteren Verlauf der Dinge. Hier allerdings haben wir mal wieder einen Ablass. Nehmen wir sehr gerne an. Und eine Fraktion hat sich aufgelöst. Gegen unsere Ehefrau gibt es einen Bauernaufstand. Da können wir aber helfen, glaube ich, wenn wir wollen, wenn das nötig ist. Und es scheint nötig zu sein. Können wir ihr helfen? Kriegsbeitritt anbieten. Das müsste eigentlich im Bauernaufstand gehen. Ja. Sie wird freuen von uns dadurch. Ja, aber das ist ja eine Ehrensache, dass wir das machen. Okay. So, und wir haben Herzog Bedrich beeinflusst. Das ist gut. Wie sieht es jetzt aus mit ihm? Bekehrung 34%. Ich würde sagen, wir sind mal wieder extrem spendabel und schicken ein Geschenk. Das ist wahnsinnig teuer, aber machen wir trotzdem. Das ist halt unser Antonin, ne? Unbedacht in dieser Hinsicht. Und dort kann er dann jetzt mit Sicherheit die Bekehrung
im Gegenzug verlangen. So, jetzt müssen wir allerdings mal Truppen ausheben, um unserer Frau hier zu helfen. Und zwar, wir heben sie, da sehen wir gerade die 1000 Mann. Ja, wir nehmen sie mal direkt in der, heben sie in der Nachbarprovinz aus. Allerdings nur eine Kerntruppe. So viel und dann war es das auch schon. Und dann werden wir die Bauern einfach niedermachen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht groß nachdenken. Marschieren wir auf sie zu mit unseren Elite-Einheiten. Was haben die sich nur dabei gedacht? Okay, er ist konvertiert. Sehr gut. Als Herzog immer gut. Und da findet die Schlacht von Rhetra statt. Und damit ist das Ganze schon erledigt. Unsere Frau wird sich freuen. Und es gibt ein neues Festmahl. Wir sind, wie immer, aus rein rationalen Gründen dabei. Wir sind sozusagen Vernunfttrinker, so könnte man das vielleicht bezeichnen. Wir lösen erstmal unsere Truppen auf. Und was machen wir mit den Bauern? Haben wir den gefangen genommen? Ja. Ich meinte, Bauern werden grundsätzlich hingerichtet, würde ich mal sagen. Was ist... Ja, enthaupten. Eine ganz banale Angelegenheit. Eine herzliche Begrüßung. Na, hoffentlich lohnt sich das, sagen wir uns. Ja, hoffentlich lohnt sich das. In welcher Hinsicht auch immer. Der Boden des Kruges. Hörte ich da gerade, wie ein leerer Krug auf dem Tisch abgesetzt wird? Graf Piotr. Bei wem sind wir jetzt eigentlich zu Hause? Bei dem Graf von Varnabia, alles klar. Also, Graf Piotr muss magische Ohren haben, wenn er außer dem Lärm in der großen Halle überhaupt etwas hören kann. Mehr Wein, niemand soll Durst leiden. Nein, wir trinken ja nicht. Wir trinken ganz wenig. Wir sind maßvoll. Ich glaube, ich habe genug, danke. Eigentlich haben wir sowieso nur genippt. Wir haben das ausgekippt, so immer nebenbei, und deswegen hat er das irgendwie mitbekommen. So, okay. Egidius hat einen Krieg gewonnen. Religionskrieg um das Herzogtum Sardinien. Aha. Hat sich das Heilige Römische Reich noch erweitert, interessanterweise. Gegen ein Emirat sogar. Das war mir gar nicht bewusst. Dass, aha, die mussten dort, also Besitztümer müssen die gehabt haben. Interessant. Im Kaiserreich passiert auch mal wieder was. Voller Ehrfurcht. Nachdem wir uns beim Essen eine Weile unterhalten hatten, lehnt sich Gräfin Borsena zu mir herüber und teilt mir mit, wie beeindruckend sie es findet, dass ich mich mit so vielen verschiedenen Dingen auskenne. Ja, ja, na klar. Okay, sie weiß offenbar wahren Intellekt zu schätzen. Die Gräfin von Varnabia. Ja, Prestige hat uns das eingebracht. Hervorragend. Ich werde immer erst investieren, wenn wir 1000 haben im Übrigen. Und ihr seht, es gibt immer so andere Projekte, andere Spenden, andere Geschenke zu vergeben. Was für ein Festmahl. Ich werde mich noch lange an das erinnern. Lebte wohl. Okay, Anspannung verlieren wir auch. Und wir können wieder eine Jagd machen. Wollen wir aber im Moment nicht. Halt, die Geschichte können wir im Übrigen auch beenden. Die Sache ist geklärt mit dem. Und unser Nachbar wird angegriffen. Okay, der König von Norwegen wird vom Herzog von Northumbria angegriffen. Ein Religionskrieg um eine Grafschaft. Der ist in vielen Kriegen jetzt beteiligt. Aha, um diese Grafschaft. Aber der Angreifer aus Northumbria... Na gut, der will die Situation nutzen, dass er noch in anderen Kriegen ist. Ansonsten ist er zahlenmäßig eher unterlegen, so wie es aussieht. So, sehr gut. Die Gemeinde ist bekehrt worden. Der Ratsprediger ist wieder da. Dann sollten wir ihn dringend erneut losschicken, denn wir haben andere Gebiete, die bekehrt werden müssen. Und zwar auch Gebiete, die direkt unter unserer Herrschaft stehen. Kallisch. Starten wir auch hier mal mit Kallisch. 4 Jahre dauert das immerhin. Sündhafter Herzog bloßgestellt. Das ist der Typ. Ist das... Warte mal, ist das... Nee, das ist noch ein anderer. Ich dachte, das wäre der, den wir gerade hier zu unserer Religion gebracht hatten. Der hat eine ähnliche Frisur, aber er ist es nicht. Er ist ein Herzog aus dem Norland und er ist als sündhaft bloßgestellt worden. Hinterlistig und paranoid.
und gefühllos. Oh mein Gott, was ist das für ein Typ? Damit ist der Eifer unseres Glaubens gesunken, was auch nicht so gut ist. So, der nächste Ablass kommt rein und ja, jetzt müssen wir uns um Jarga kümmern. Das ist jetzt wichtig. Unsere Tochter und im Moment Haupterbe, ne? Prinzessin Jarga, sie ist 6. Das heißt, wir werden auch einen Ausbildungsschwerpunkt festlegen. Und ihr kennt das System, sie ist im Moment neugierig. Das heißt, der Kriegsführungsweg ist ausgeschlossen. Ich muss kurz zu meinem Würfelbecher rollen. Okay. Und dann würfeln wir mal wie immer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich würfel eine 4. Das heißt, es bleibt bei diesem hier, bei der Diplomatieausbildung. Der Schwerpunkt ist schon gewählt, insofern können wir ihn auch nicht ändern. Und jetzt stellt sich endgültig die Frage, wer soll sie dann nun unterrichten? Ich meinte, andererseits, wisst ihr was? Die Mutter macht es nicht und gerade bei der Diplomatieausbildung, das ist ja sein Thema. Und auch wenn er überhaupt gar keine Gefühle zeigen kann gegenüber Jarga, könnte er als, ja, wie soll ich sagen, als vernünftiger Herrscher sagen, okay, sie kann es nur von mir am besten lernen, also mache ich das. Ich würde sagen, tatsächlich, wir lassen das so. Wir werden Vormund. Ist das jetzt eigentlich schon so eingerichtet? Nee, aber ich kann den Vorschlag nicht abschicken. Doch, wir müssen es erstmal so definieren. Jetzt geht es. Ja, also wir haben uns jetzt gewissermaßen selbst überzeugt, dass es doch der beste Weg ist, nachdem wir gesehen haben, wie sich Prinzessin Jarga so entwickelt hat. Das passt dann schon. Ein Ratsspitzel entdeckt ein Geheimnis von Sobeslav. Eine Affäre. Das ist aber nur ein Champion. Das ist nicht ganz so wichtig. Wir gucken mal hier, was ist in Estland los. König Janosch ist immer noch König. Gesundheit ist auch in Ordnung, wird also noch ein bisschen dauern. Der Typ sieht allerdings ein bisschen ungesund aus. Spindeldürr, deswegen sieht er so aus. Alles klar. So, was ist hier? Hier gibt es einen großen internen Aufstand. Das haben wir gesehen, das ist der Befreiungskrieg. Da wollten wir uns nicht einmischen. Ratsmarschall beeindruckt Vasallen. Bürgermeisterin Helvis. Und die Beziehung von Sobislav zu Reina wurde von König Miroslav offenbart. Reina ist aber auch uns unbekannt. Insofern, das ist wirklich nur eine Klatschgeschichte. Völlig irrelevant. Was ist hier los? Unser Bruder wird angegriffen. Ah, schon wieder ein Bauernaufstand. Großer Ärger? Na kommt. Mit den Bauern müsstet ihr eigentlich klarkommen. Und was ist er für einer? Sag mal, hier lädt uns ein schwedischer Adamit zu einem Festmahl ein. Also das beobachten wir mal ein bisschen. Und ein französischer Adamit sogar. Wo lebst du denn? In Lebus. Oho, das ist hier ziemlich nah bei. Da sind jetzt schon Adamiten. Das geht ganz schön zu weit. Wir werden mal. Wir werden mal einfach so eine Bekehrung verlangen. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Solange das nicht geklärt ist, werden wir dort nicht hingehen. Das wäre ein Skandal, glaube ich. Halt, wir müssen das, glaube ich, entscheiden, oder? Ja, verdammt. Nee, dann lehnen wir ab. Sicher, sicher. Das können wir einfach nicht machen. Wir können nicht als Gottkönig, wie es ja offiziell noch heißt, zu einem Adamiten auf eine Feier gehen. Das geht gar nicht. Ich bin gespannt, was er fordert. Mein Glaube ist zu stark. Er fordert gar nichts. Er weigert sich einfach. Und der nächste Vasall kriegt einen Bauernaufstand. Diesmal wurde aber ein Kriegerorden mit dazu gezogen. Und schon wieder ein Bauernaufstand. Okay, das sind jetzt vermutlich überall in Polen die Aufstände in den neu eroberten Gebieten. Da kriegen wir jetzt wenig von mit, weil wir selber nicht diese Gebiete direkt als Vasallen haben, sondern nur indirekt. Nun gut. Okay, ich hoffe, die kommen klar. Wir schauen nochmal insbesondere bei unserem Sohn vorbei
Aber da hat sich noch nicht viel getan. Doch, er hat jetzt seine Verbündeten reingerufen. Unser Freund, der dänische König, kämpft mit. Dann ist alles in Ordnung. Okay. So, der nächste Ablass ist da. Und jetzt sind wir mal deutlich über 1000. Und das heißt, jetzt investieren wir mal wieder ein bisschen. Wobei ich nach wie vor sage, dass vor allem mir wichtig erscheint, jetzt auch die noch freien Besitztümer belegt werden. In Posen sind wir gerade hier noch dabei, eine Burg zu errichten. Dann machen wir hier mal nichts. In Velikgrad ist alles ausgebaut. In Arkona auch. Stralsund ist dort neu entstanden. Ja. Dann haben wir Helgum, aber das ist uns zu abseits. Wir gehen lieber hier in die polnischen Besitztümer. Da zum Beispiel ist nur ein Tempelbesitztum, Gniezno. Da wir sollten wir was tun. Da werden wir mal eine Burg errichten. 5 Jahre. Und in Kalisz gibt es eine Burg, gibt es eine Stadt. Hier fehlt dann eigentlich klassischerweise der Tempel. Den werden wir auch dort errichten. Und dann haben wir auch erstmal wieder das Geld ausgegeben. Ich meine, wir können eine Kleinigkeit vielleicht bauen hier in unserem schönen Velikgrad. Zum Beispiel aus dem kleinen Hafen Fischernetzweber oder dort noch Fischernetzweber anzusiedeln. Das ist, glaube ich, eine noch ganz anständige Investition, die wir uns dort leisten können. Okay, jetzt haben wir tatsächlich mal was investiert. 133 nur. Ja, jetzt können wir uns keine Söldner leisten. Der König von Galizien-Volinien wird angegriffen. Das interessiert uns ziemlich wenig. Warum ist der eigentlich unser Nachbar? Oh, deshalb ist er unser Nachbar, weil es ihn erstmal überhaupt gibt. Denn es hat die schon angekündigte Erbteilung in Ruthenien jetzt gegeben. Und zwar in Weißruthenien und Galizien-Volinien und in Nowgorod. Hochinteressant. Und hier ist ein Romanow, allerdings zur Dynastie Rurikid gehörend. Ja, damit Ruthenien deutlich schwächer geworden. Nur noch 5000 Mann. Ja, es war so ein großes Reich. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickeln wird. Das ist auch ganz interessant. Aber unser König hat ja überhaupt keine Ambition, jetzt irgendwelche Eroberungen durchzuführen. Gibt auch für ihn direkt jetzt die Juremäßig keinen Grund, irgendwo einzusteigen. Ein neuer Ablass kommt und Jagd. Aber Jagd machen wir nicht. Seid gegrüßt oder vielleicht mal. Vielleicht mal. Im Moment noch nicht. Das nächste Festmahl, diesmal von einem Glaubensbruder, da werden wir nochmal hingehen. Herzliche Begrüßung, wie immer, so gehört sich das natürlich auch, was dort wieder passiert. Ah, wie zu Hause fühlen wir uns dort. Ah, es geht doch nichts über ein Festmahl. Es erinnert uns alle daran, was gut ist im Leben. Und die Gesellschaft ist ebenfalls nicht zu verachten. Zumindest denken das offenbar die Leute, die in meiner Nähe sitzen. Ihr seid etwas ganz Besonderes, Anthony. Ja, ich bin der Großkönig, meint Baron Stislav zu mir. Herzogin Borislava und Königin Jadwiga nicken zustimmend. Ich mache einfach nur, was sich richtig anfühlt. Okay. Alle sitzen so nah bei mir. Eigentlich gefällt uns das gar nicht, aber wir machen es, weil man es machen muss. Was ist denn hier los? Ich biete eurem Ratskanzler König Kasimir bereits einige Wochen Obdach, und er hat wirklich sehr dabei geholfen, mir die Pracht des Reichs aufzuzeigen, sagt unsere Frau. Okay, sie mag uns mehr. Schön. Festmahl Gleichgesinnte. Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Herzogin Borislava ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge, und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte so viel Spaß mit ihr. Herzogin von Schleswig. Oha. Reizbar, auch eine Frohnatur, Liebesbläschen. Und ansonsten rachsüchtig, ehrgeizig und mitfühlend. Auch in vielen Dingen ein sehr starkes Gegenteil. Aber wie so häufig, Gegenteile ziehen sich manchmal an. Welch ein schöner Abend. Wir kommen einer Freundschaft näher. Stichwort Freundschaft und näher kommen. Wir müssen jetzt uns nochmal überwinden. Aus seiner Sicht gesprochen. Es geht nicht so weiter. Wir müssen es nochmal probieren, einen Sohn zu erhalten. Deswegen werden wir
uns nochmal annähern, der Großkönigin Stanislava. Okay, und ob dies erneut von Erfolg gekrönt ist, das sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.